Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einer neuen Folge MVP Gameplay. Heute sind wir mit dem russischen Kreuzer der Stufe 2 unterwegs, der Bogatyr. Und wir schauen uns natürlich an, welche Verbesserungen wir verbaut haben, die Kapitänsgelung, und danach geht's ins Gefecht. Bei den Verbesserungen, das Schiff ist vollständig ausgebaut, das ist natürlich schon mal eine gute Sache. Und als Kapitän nutze ich den Nikolai Kuznetsov mit seiner Basisfähigkeit in Richtung Sonne, und geskillt haben wir dort lodernde Flammen, dann haben wir Pyromane, Gleichgewicht der Kräfte fixiert und noch die Nachfüllstation als legendären Skill. Und bei den Inspirationen nutze ich aktuell einmal den Norman Scott und den Charles Madden. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Gefecht. So, und wir sind auch direkt im Gefecht. Sehr viele natürlich hier von den Zweiern unterwegs. Ein Dreiergefecht haben wir hier erwischt. Schauen wir mal, ein Schlachtschiff pro Team. Ja, natürlich nach vorne, würde ich sagen. Ein Zerstörer im Gegnerteam. Wir haben sogar zwei Zerstörer. Das ist natürlich ganz nett. Schauen wir mal. Sind auch hier mit 1, 2, 3, 4, 5 Schiffen auf unserer Seite. Bin mal gespannt, wie viele Gegner hier sind. Und los geht's. Die Schlacht beginnt. Dieses Schiff erinnert so ein bisschen an der St. Louis, den Zweier von den Amis vom Spielstil hier. Sehr, sehr viele Waffen hier auch am Start. Und wir fahren natürlich nach vorne und gucken mal, was da geht. Das ist jetzt meine zweite Runde, und wenn es eine relativ gute Runde mit diesem Schiff ist, dann habe ich dieses direkt sogar durchgegrindet. Also gar nicht oft gefahren, das Schiff. Gucken wir mal, ob uns eine gute Runde gelingt. Ich hoffe doch. Langsam jetzt hier ein bisschen. Wir wollen ja nicht auch unbedingt als Erster reinfahren. Ist immer gut, wenn wir alle so auf einer Höhe sind. Der Störer fährt vor zum Spotten. Das ist auch gut. So, da haben wir auch einen Kollegen, der dreht ab. Das ist in Ordnung. Geben wir jetzt ein bisschen wieder Vollgas. Unser Schlachtschiff fährt auch schön nach vorne. Das ist optimal. So hat man das auf jeden Fall gerne. So, unser Zerstörer nimmt dort auch schon ein. Und schon kann das fleißige Geballer hier losgehen. Auf höhere Distanzen ist es natürlich nicht einfach zu treffen, da die Flugkurve halt relativ hoch ist. Aber wir haben schon drei Feuer gemacht mit sechs Treffern. Das ist sehr lucky, würde ich sagen. Na, beacht der da? Sieht so aus, ne? Na, Tatsache. Sehr schön, und direkt nochmal ein Doppelfeuer. Auch sehr guten Schaden gemacht hier mit dem Treffer. 10.000 Schaden haben wir jetzt schon. 5 Feuer, das ist natürlich unglaublich. Laden wir vielleicht mal AP, aber... Da war gerade noch ein Breitseitenkreuzer, da ist er. Und nochmal ein Doppelfeuer gemacht. Wow, was ist denn hier los, Leute? Wir haben schon 7 Feuer gemacht in der Runde. In 2,5 Minuten 7 Feuer. Das ist mir auch noch nie gelungen, glaube ich. Das ist heftig. Oh, der HE-Schaden seht ihr schon ziemlich krass. Definitiv. Haut wirklich gut rein. Haben jetzt leider hier unseren Zerstörer auf der anderen Seite verloren. Feuer Nummer 8. Und 30.000 Schaden haben wir auch schon gleich erreicht. So, drehen aber jetzt hier mal ein bisschen raus. Wir haben sehr viele Gegner hier auf unserer Seite. 6 Schiffe vom Gegnerteam sind hier auf unserer Seite. Unser Team aber auf der anderen Seite auch einen guten Job schon gemacht. Dort 2 Schiffe rausgenommen. Wird natürlich jetzt wieder schwierig dort zu treffen, Reichweite. Aber brennt noch.
Könnte sogar runterbrennen. Ah, hat leider aufgehört, schade. Aber ist jetzt hier raus. Sehr schön. Unser Team hat die Führung übernommen. Da haben wir auf den Zerstörer den Gegner schon gesichtet. Auf die Distanz zu treffen ist natürlich quasi unmöglich. Speziell so ein schnelles Ziel. So, hier haben wir nochmal zwei Bugatier. Sind natürlich sehr, sehr viel aktuell vertreten, weil alle diese hochspielen. Haben sie uns das Ruder rausgeschossen. Da reparieren wir. Und nochmal zwei Feuer. 11 Feuer haben wir jetzt schon gemacht in der Runde. Hauptsächlich halt auf Kreuzer und halt meistens auch relativ schnell gelöscht. Dementsprechend haben wir nicht wirklich viel Brandschaden gemacht. Aber 11 Feuer ist natürlich schon heftig. Und das in unter 5 Minuten. Haben uns jetzt hier leider mit einem anderen verhakt. Aber konnten jetzt hier nochmal die Burgertür rausnehmen. Und unser 12. Feuer setzen. Nicht schlecht. Und das nächste Feuer. Sind aber auch mittlerweile runter auf 9000 Leben. Aber haben auch gleich 50.000 Schaden schon erreicht. Das denke ich mal für Stufe 2 ziemlich gut. Dafür, dass wir ja bis jetzt noch kein Schlachtschiff oder so beschossen haben. Die sind natürlich jetzt hier mal auf der Arkansas rum. Vielleicht können wir dort auch nochmal was abkriegen. Einen Kill haben wir jetzt auch gemacht. Mal gucken. Sieht auf jeden Fall gut aus für unser Team. Haben jetzt hier auch die Seite gut im Schacht gehalten, würde ich sagen, mit unserem Team zusammen. Auf die Arkansas schaffen wir leider kein Feuer zu machen. Dort wird sich das auf jeden Fall mal lohnen. Da kommt wenigstens ein bisschen Schaden bei rum. Mal gucken wir mal, ob wir jetzt hier den Kreuzer noch finishen können. Kriegen auch noch ein paar Cap-Resets. Ah, jetzt beschleunigt er wieder voll. Dadurch haben wir leider nicht getroffen. Schade, schade. Ist aber jetzt auch raus. Sehr schön. Gucken wir mal, ob wir hier die Arkansas noch ein bisschen runterfackeln können. Das wäre natürlich super. Ah, 200 Schaden. Da, wo wir das Feuer gerne haben wollen. Okay, jetzt ist Doppelfeuer nicht von uns. Von anderen Kreuzer hat er Doppelfeuer kassiert. Das ist natürlich nice. 60.000 Schaden geknackt. Für Stufe 2 würde ich schon sagen, ist das super. Vor allem in dieser Zeit. Das Game läuft ja gerade erstmal 7 Minuten. Großkaliber gab es jetzt noch, sehr schön. Und die Arkansas ist auch raus und das Game ist schon zu Ende. Das war auf jeden Fall ein fixes Game, aber auf jeden Fall ein nettes Game, würde ich sagen. Schauen wir mal. Insgesamt wurden es 62.000 Schaden, das nimmt man natürlich gerne mit, 143 Zieltreffer und das in 7 Minuten. Also haben wir wirklich einiges rausgehauen in dieser kurzen Zeit. 5-mal ein Cap resettet, ein Ausfall, ein Schiff zerstört. Und dann haben wir noch 14 Brände gemacht, wo wir halt irgendwie schon, ich weiß nicht, 8 Brände in 2 Minuten oder 3 Minuten hatten. Das war schon irre. Und noch das Großkaliber gab es obendrauf. Und dann schauen wir uns natürlich das Teamergebnis an. Es war eine solide Runde, war jetzt keine mega krasse Runde, würde ich sagen. Aber immerhin auf den ersten Platz gelandet, auch wenn es nur knapp war mit 1293 Basis-EP. Das war doch ganz nett. Aber wir haben auf jeden Fall auch ein gutes Team erwischt. Kann man nicht anders sagen, muss man mal auch unser Team loben. Wir haben 50.000 Kreditpunkte Gewinn gemacht und 2.500 Erfahrungen nehmen wir gerne mit. Ein bisschen globale und ein bisschen Kapitäns-EP obendrauf. Und das soll's mit der Runde mit der Bugatür gewesen sein. Wirklich eine nette Ballerbude, die wirklich Spaß macht, würde ich sagen. Manchmal ist natürlich so die Flugkurve ein bisschen
schwierig, gerade auf schnelle Ziele, Zerstörer auf hohe Distanz sind fast unmöglich zu treffen, aber da kam auf jeden Fall einiges bei rum, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht hier das Schiff und wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze, schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server, schaut dort gerne vorbei, ich würde mich freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute, haut rein, ciao, ciao.